Hallo zusammen, ich bin Steffi von Curved und das hier an meinem Handgelenk, das ist die Fitbit Ioniq, die erste Smartwatch von dem Fitness-Tracker-Hersteller Fitbit. Ja, die haben ja im letzten Jahr auch Pebble gekauft. Das ist ja die Smartwatch, die auf Kickstarter damals der Mega-Erfolg war. Und davon sollen jetzt auch die nächsten Geräte profitieren. Und das zeigt Fitbit mit dem ersten Smartwatch-Modell jetzt schon sehr gut. Wir haben ein Gehäuse, das komplett aus einem Stück gefertigt wurde. Hier gibt es nicht irgendwo eine Ritze. Das ist besonders gut, denn die Uhr ist bis zu 50 Meter wasserdicht. Vom Design her könnt ihr euch entscheiden. Dieses Gehäuse gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal hier in diesem Dunkelgrau, gibt es noch in einem sehr hellen Aluminiumgrau, weil das Gehäuse ist auch aus Aluminium gefertigt. Und die dritte Farbe, die soll so ein bisschen von der Mars-Oberfläche inspiriert sein. Die ist dann so rötlich-braun. Auch die Armbänder lassen sich hier personalisieren. Ich habe jetzt hier so ein löchriges Gummiarmband um. Das gibt es aber auch noch in durchgängig ohne die Löcher. Und außerdem gibt es ein hochwertigeres Lederarmband. Eins aus Stoff gibt es jetzt noch nicht, aber da ist wahrscheinlich auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wenn wir uns jetzt den Bildschirm anschauen, wo kann man das jetzt hier am besten sehen? Der ist nämlich richtig, richtig dolle hell. Das war sehr beeindruckend. Der kommt auf 1000 Nits. Der ist jedenfalls sehr, sehr hell und die Uhr an sich ist super leicht und auch sehr schmal, wenn wir uns das mal anschauen. Bei Smartwatches ist ja gerade so ein bisschen das Problem, entweder wir schauen uns die Apple Watch an, die ist sehr klein und sehr schmal und hat auch ein sehr präsentes Design. Allerdings bei den Android-Geräten, die am Markt sind, die sind meistens eher sehr klobig und dick und schwer. Dieses Teil liegt jetzt irgendwo dazwischen, es ist eher dünn und schmal. Hat aber dafür auch richtig viele Funktionen. Eingebaut ist zum Beispiel GPS-Tracking. Es gibt einen sehr präzisen, wie es bisher erwähnt wird, Herzfrequenzmesser, der über einen Infrarot- und Grün- und Rotsensor funktioniert. Wie gut das dann am Ende genau ist, schauen wir uns später dann in einem ausführlichen Test nochmal an. Das GPS soll übrigens auch sehr, sehr genau sein. Dazu kommen noch ein bisschen so Umgebungs- und Lichtsensoren, dass, wenn das Display eben angeht, wenn ihr drauf schaut und all das, was man sich sonst noch so von einer Smartwatch wünschen kann. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, Fitbit hat Pebble gekauft und dabei haben sie sich auch ein bisschen Wissen angeeignet. Zum einen, Pebble war bekannt dafür, dass sie eine offene Plattform unterstützt haben, heißt, dass externe Entwickler darauf zugreifen konnten, um eigene Apps für die Uhr zu entwickeln. Das möchte Fitbit jetzt endlich auch machen, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Ab September ist die Plattform für die Entwickler offen, sodass dann die App Gallery, wie man es nennt, einzeln bestückt werden kann. Das ist wichtig, weil das Betriebssystem, was hier zum Einsatz kommt, das ist nicht Androidware irgendwas, sondern das ist ein hauseigenes Betriebssystem, nennt sich Fitbit OS, sehr kreativ. Und dafür werden dann die neuen Apps entwickelt. Da kommt zum Beispiel auch Flipboard oder sowas aus der Ecke mit drauf. Auch neu ist eine Möglichkeit, eure Musik direkt auf die Uhr zu packen. Ihr habt einen internen Speicher von 2,5 GB, da passt also schon einiges an eurer Lieblingsmusik drauf. Dann, was auch neu ist, haben wir hier als letzten Punkt den Coach. Da habt ihr quasi einen Personal Trainer direkt auf der Uhr. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel 10 Minuten Bauchmuskeltraining machen oder ein anderes Workout. Und das Interessante dabei ist auch, durch die ganzen Daten, die wir hier sammeln, wie eben auch unsere Herzfrequenz und alles, was dazugehört, merkt die Uhr, ob wir jetzt überlastet waren damit oder ob es für uns zu einfach war. Und wenn wir das nächste Mal so ein Training machen, ist es dann entweder schwerer oder ein bisschen einfacher. Je nachdem, was wir am Ende erreichen wollen. Dadurch, dass die Uhr auch wasserfest ist, kann auch als Sportkategorie nicht nur Laufen und Radfahren, sondern auch Schwimmen getrackt werden. Ansonsten gibt es die App auch fürs Fitnessstudio, Gewichte, Intervalltraining, normales Workout. Auch richtig cool ist das Bezahlfeature. Es gibt hier so ein Wallet. Man muss es eigentlich gar nicht antippen, sondern ihr müsst hier den Knopf an der Seite einfach nur gedrückt halten. Dann erscheint hier schon eure Kreditkarte. Momentan funktioniert das mit Mastercard und Visa Card. Die wollen aber später auch noch mit anderen Bezahlanbietern zusammenarbeiten. Und ihr müsst die Uhr einfach nur auf das Zahlgerät halten und dann wird direkt der Betrag eurer Kreditkarte zulasten geschrieben. Das hat hier im Test schon mal extrem gut funktioniert. Vom ersten Eindruck kann ich nur sagen, dass die Smartwatch mich auf Anhieb überzeugt, gerade weil sie so leicht ist und weil das Design eben so schön schlank und schmal ist. Das ist aber nicht das Einzige, was Fitbit hier gezeigt hat, denn es gibt auch noch diese Sportkopfhörer. Das sind kabellose In-Ears, die nennen sich Flyer. Die trägt man dann so
im Nacken. Hier sind auch zwei Mikrofone eingebaut. Das soll besonders für das Noise Cancelling sorgen. Es gibt verschieden große Ohrstöpsel, dass die auch perfekt in euer Ohr passen. Und die werden wir uns später in einem ausführlichen Test auch nochmal anschauen. Momentan scheint es so, als ob die beiden Produkte auf jeden Fall sehr gut zusammenspielen können. Das Killer-Feature habe ich noch gar nicht gesagt, denn die Smartwatch soll auf eine Akkulaufzeit kommen von mehr als 4 Tagen. Wenn das tatsächlich so ist, ist das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Denn die anderen Smartwatches von anderen Herstellern, die machen aller spätestens nach 2 Tagen schlapp. Deswegen schauen wir uns das später in einem ausführlichen Test nochmal an. Das war erstmal unser Hands-on.